MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich komme hier nicht mit der neuen Comic. Das ist gewöhnungsbedürftig, ne? Jagt ihr den immer noch? Ja. Ich treffe alles, aber nur nicht sein Auto. Okay. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwie sie hab, dann macht er eine Bewegung und mein Ziel ist weg. Also ich empfehle euch jetzt gerade mal bei Lumpi rüber zu gucken. Das ist interessanter als bei mir. Ich sag ja, ich treffe hier alles, aber nicht sein Auto. Spawn ich jetzt im Heli? Nein. Toll. Ich hab's doch nicht. Aber der müsste eigentlich sowas von eingeschüchtert sein. Weil die Karre dampft und qualmt. Ey, ihr müsst ihn ja nur dazu kriegen, dass die Karre stehen bleibt. Ich versuch's ja, aber wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Schuss fällt habe, dann macht er eine Bewegung, dass ich ihm nicht die Reifen zerschießen warte kann. Warte mal, warte. Okay. Auto hat er nicht mehr. Dann flieg hin. Er ist eingeschüchtert. Ja, ich komme. Ich konnte eine Blitzreise zu Gerd Games und Bahn machen. Qualm. Kann ihn nur einschüchtern. Mhm. Bormann, wir sind in der Provinz Tabakal. Was haben wir? Es gibt nur einen Grund, warum ich dir noch nicht alle Zähne ausgeschlagen und dich damit gefüttert habe. Ah ja. Willst du auch nochmal? Nee. Bormann, wir sind in der Provinz Tabakal. Lumpi, was du auch nochmal? Tabakal war mal ein Moment, zuhören. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Cuca. Die Cocaleros haben sich verletzt vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Ich habe hier eine Kartellsendestation. Wir sollten die Tür aufbrechen. Der will noch mal, der hat noch nicht. Neuer Einsatz. Ja, lass ihn mal laufen. Ruhig, Kamine. Meine Freunde finden dich unnütz. Ich glaube, wir können ein Exempel an dir statuieren. Die Leute sehen hin, wenn einer an seinen eigenen Gedärmen erhängt wurde. Das ist gar nicht nötig. Ich mach, was immer du willst. Ich will, dass du deinen Hermanos sagst, was hier passiert ist. Drecksack, hätte ihm eine Kugel verpassen sollen. So. Quatsch, das ist schlimmer. Jetzt weiß jeder, was der für eine Pussy ist. Die Rebellen machen ihm die Hölle heiß. Könnt ihr, kriegt ihr auch angezeigt, A gedrückt halten für Video? Dann könnten wir das Video kurz mal einblenden. Bei mir ist es ja. M, ja. Ja, wir sind auch M. Dann machen wir das mal. Video läuft. Ja, gerade. Ruperta Faro, Madre Cuca. Früher wurde in Tabakal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Cuca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Cuca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise... Na, versuch's doch mal. Ja.
Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Mhm. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen das Kinderarbeit. Das ist eine Frau? Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pablo, ah. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Wie kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat? Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Coca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabacal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Jo. Dann würde ich sagen, wir legen uns mit Mama an. Ja. Hätte ich ein Auto im Angebot. Oder nehmen wir ein Heli. Wir nehmen den Heli. Quält nur ein bisschen, also. So, dann gucken wir mal. Einsätze. Ein respektierter Cocalero namens Chavez will die Einheimischen gegen Madre Coca aufwiegeln. Wir müssen ihn um jeden Preis am Leben halten. Dann tun wir das doch. Also wir machen die Einsätze immer so wie ein bisschen nach Reihenfolge, aber auch ein bisschen durcheinander. Haupteinsätze, Nebeneinsätze. Weil Ghost Recon lässt sich ja einfach sehr offen spielen und das wollen wir ausnutzen. Genau. Also sie muss am Leben bleiben. Er. Finden Sie den Gewerkschaftsführer, kein Problem. Ich steig dann schon mal aus. Genau. Geh schon mal drohnen. Ja, ja, ich flieg, hatte ich jetzt auch vor. Ich flieg jetzt ins Gelände und guck dann, dass ich da schon was erkennen kann. Aber die Videos sind ja geil gemacht, ne? Das sieht, was, ja. Das sieht so real aus. Oh, da hinten ist was explodiert. Wir nähern uns jetzt der Kooperative. Da ist Chavez. Wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier, das muss man ihm lassen. Gut, versuchen wir ihn zur Vernunft zu bringen, bevor es ungemütlich wird. Na denn? Setze Drohne ein. Ja. Oh, nee. Oh, nee? Ja. Der ist alleine, da werden gleich wohl welche kommen. Wir müssen den beschützen. Hier ist übrigens, Waffenkiste. Ihr könnt landen. Bin nicht so, als wenn wir direkt, Wer zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Oiga, Sie haben mir nicht geantwortet. Ich bin ein Freund und will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie die Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volke sprechen. Hier Nomad, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Ja. Wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Toll. Ah ja, wo ist der? Hier, neben dir. Der hält jetzt eine Rede. Scharf in Position. Oh, oh! Ich hab dem C4 hingeschmissen. Kann ich das aufheben? Aha, da oben kommt das Auto. Ich
Auf, wenn du gerade rausguckst, auf 14 Uhr, auf 2 Uhr, da kommen die gleich runter. Wie rufe ich denn nochmal die Rebellen? Mit welcher Taste? Ah, habe ich. Habe ich gefunden. Ist okay. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Verstanden. Wir sind fast bei euch. Ich bin down. Tango getroffen. Ich komme. Du bist leider down wegen mir. Wieso das? Weil ich mein C4 gerade in die Luft gejagt habe. Tut mir sorry. Okay. Das hat aber gedauert. Wo ist der Typ? Hier oben auf dem Plattform. Schon wieder? Ja, kommt jetzt übrigens Rebellenverstärkung für uns, ne? Ja, da kommt aber auch nochmal von oben. Ah, wir müssen mit dem laufen. Ach nee, der hilft uns. Alter, was... Wer von euch hat gerade Mörser gemacht? Ich. Das war gut. Komm schon. Ist jemand down? Nein, aber ich habe keine Munition mehr. Brauchst du auch nicht. Chavez ist sicher. Gute Arbeit. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Kukas Organisation. Wohin die Kuka-Blätter gehen... Aber hier müsste Munitionskiste sein irgendwo. Ja, hier unten. Verstanden. Wir sind dran. So, ich könnte meine Ausrüstung mal ändern. Gibt wieder was Neues. Mhm. Oh, die Waffe ist aber schwächer. Ne, dann will ich nicht. So. Gibt's hier noch was zu finden? Nö. Nö, ne? Dann könnten wir theoretisch... Guck mal hier. Wow. Halten Sie den Konvoi auf. Belohnung ist eine Funkausrüstung. Die will ich aber nicht, die ist... Ah, guck mal, hier ist ein Heli. Den sollten wir zuerst mal nehmen. Hä? Helikopter habe ich markiert. Ja, ich habe aber gerade ein Problem. Was denn? Was denn? Weil? Ich muss meine Pistole wieder neu ausrüsten mit Schalldämpfer und dem ganzen Kram. Ja, mach das doch. Ach, das ist unser Heli. Der qualmt auch so schön. Mal gucken, wie er sich fliegen lässt. Okay. Gut. Wo seid ihr? Aha, so drehe ich mich jetzt. Ich stehe hier mit dem Pickup.
So, ah, so fliege ich zur Seite. Ah ja. Oh nein, nicht Platz wechseln! Yeah, Mann.